Scharfschützen und ihre Werkzeuge. Liebe Interessenten, liebe Sammler, grüße Sie und grüße euch. Wenn ihr über die Scharfschützengewehre des Ersten und Zweiten Weltkrieges informiert werden möchtet, über Zielfernrohre und alles, was mit Scharfschützen zusammenhängt, seid ihr bei meinem Kanal goldrichtig. Hier heute geht es um ein seltenes Erster Weltkriegs Scharfschützengewehr, ein Gewehr 98, das hier vor mir liegt. Und am Ende des Videos geht es wieder um ein Unboxing. In einem der letzten Videos, das ihr euch hier oben auch nochmal ansehen könnt, ging es um dieses bifokale Zielfernrohr. Dieses Gewehr ist mit einem Gesteck montiert, das über der Laufseelenachse liegt. Also genau über der Laufseelenachse montiert. Es ist vorne auf der Hülse mit einer Brücke. Das heißt, über diese Brücke oder durch diese Brücke konnte man auch weiterhin über das ganz normale Visier zielen. Im hinteren Bereich ist es versetzt montiert. Das kann man so erkennen. Also das Zielfernrohr ist hier seitlich versetzt mit der Montage. Und da ich es euch jetzt so genau zeigen kann, habe ich die Möglichkeit hier an der Obermontage, ist ein kleiner Vierkant, und mit diesem Supportschlüssel konnte man dieses Zielfernrohr seitlich korrigieren. Nur da war auch Vorsicht geboten, weil natürlich kann man sich vorstellen, dieses Zielfernrohr war sehr passgenau von einem Büchsenmacher angepasst worden, und wenn ich zu stark diesen Trefferpunkt nach links oder rechts korrigiere, treten natürlich Spannungen auf in der Montage. Also hier war es so gedacht, dass man leichte Seitenverstellungen vornehmen konnte. Das Zielfernrohr war natürlich schon so montiert, dass es recht zielgenau schon aufgelegt war. Auf diesem Gewehr ist ein Zielfernrohr der Firma A. Jackengroll verbaut. A. Jackengroll, die Abkürzung hat man auch weiterhin oder kennt man auch weiterhin von den Zweiten Weltkriegsgläsern, ist die Firma Ajak Berlin. Das Zielfernrohr, oder es ist nochmal zu erkennen, wie schon oft erwähnt, auf der Supportscheibe habe ich die Höhenverstellung von 1 bis 10. Es hat auch das klassische Absehen des Ersten Weltkrieges. Wie gesagt, werde ich nochmal darauf eingehen in einem der anderen Videos. Dieses Zielfernrohr und so wie es jetzt ausgeliefert worden ist, gibt es sehr selten, also mit A. Jackengroll. Oft wurde verbaut die Firma Goertz oder Gerard. Aber so wie es jetzt hier liegt, ist es auch nochmal recht selten. An der Seite habe ich einen kleinen Hebel und diesen Hebel kann ich umlegen. Und dieser Hebel greift in einen Support an der Obermontage. Also ich entriegele in den Hebel, kann dieses Zielfernrohr nach oben klappen und die Krallen der Obermontage kann ich nach oben aus der Untermontage aushebeln. Und wenn man das hier an diesem Gewehr selbst macht, dann merkt man, wie passgenau das Ganze gemacht worden ist. Das heißt, hier passt es wirklich auf ein Zehntel genau in diesen Support. Es ist relativ schwer nach unten zu drücken und wiederum rastet es oder liegt es satt auf. Am hinteren Bereich an dem Gesteck sieht man, wo dieser Verschluss eingreift, also den Verschluss umlege, und dann wird dieses Zielfernrohr in diesem hinteren Bereich, diesem Bereich wird es dann fixiert und man kann es wirklich recht fest auf die Untermontage aufziehen und dass es sich nicht verschiebt oder nicht wackelt, wie auch immer. Gut. Nur kurz anzusprechen, ich habe euch gerade eben gezeigt, wie dieser Supportschlüssel angewandt wurde. Dieser Supportschlüssel fand seinen Platz in einem Zielfernrohrbehälter. Der Supportschlüssel ist sehr, sehr selten, ging verloren. Ein Original-Supportschlüssel wie dieser ist äußerst selten. Ich hoffe immer noch mal, dass auch in den Paketen, die ich bekomme, die mir zugesandt werden, noch mal in der Richtung irgendwas mal zu finden ist. Also wie gesagt, wenn ihr irgendwas in der Richtung zu Hause habt,
Ihr seid Jäger, ihr seid Sammler oder auch Sportschütze, es kommt euch was in die Finger. Ob das Zielfernrohre sind oder solche Kleinigkeiten, alles was damit zu tun hat, einfach einpacken oder mich anrufen vorher. Meine Telefonnummer und auch die E-Mail-Adresse werden eingeblendet. Setzt euch mit mir in Verbindung. Ich bin, wie gesagt, froh für jedes Stück. Einfach anrufen, eine E-Mail schreiben und mir das Paket zusenden. Zum Paket, also ein Unboxing. Mir liegt noch mal ein Paket vor, das werden wir jetzt gemeinsam öffnen. Ich bin gespannt, was drin ist. Wie gesagt, es ist immer so eine kleine Überraschung. Wir werden es jetzt gemeinsam öffnen. Erstmal etwas orientieren. Ist relativ schwer. Ah ja, alles klar. So. Bin ich auch. Also es ist natürlich sehr wichtig, wenn man solche empfindlichen Gegenstände versendet, auch darauf zu achten, dass man sie wirklich gut einpackt, was hier auch der Fall ist. Also hier ist auch noch mal eine Überraschung. Also hier hat mir derjenige noch was dazugelegt, und zwar handelt es sich jetzt hier nichts, was mit Scharfschützen zu tun hat, aber ich bin auch nochmal sehr froh. Hier handelt es sich um ein Zweiter Weltkriegs Helmnetz der Amerikaner oder der Engländer. Das ist immer interessant. Also ein Original Helmnetz, wie die Amerikaner bzw. die Engländer es benutzt hatten im Zweiten Weltkrieg. Das wird über den Helm gelegt als Tarnung. Da kommt man natürlich nochmal irgendwelche Äste, Gras etc. zur Tarnung nochmal dazu stecken. Ja, toll, freue ich mich. Weiter. So, also, erste Zielfernrohr. Bei dem ersten Zielfernrohr handelt es sich um ein Gerard. Es ist ein Stahlzielfernrohr. Es könnte aus dem Ersten Weltkrieg sein. Also ich sehe schon, dass die Höhenverstellscheibe defekt ist. Also da sind einige Abplatzungen an der Scheibe. Die ist nicht mehr ganz rund. Das kann man wahrscheinlich hier erkennen. Hier oben und hier unten ist eine Abplatzung. Es ist jetzt auf der Scheibe, ist es vielleicht mal schön zu sehen im Vergleich. Auf dieser Scheibe gibt es jetzt tatsächlich keine Metereinteilung, außer eine, und zwar, das ist hier die 100. Und diese 100 Meter waren jetzt mit dem Strich, waren nochmal typisch für die jagdlich genutzten Gläser. Ja, das ist auch normales, in Anführungszeichen, Absehen hier drin. Aber ich merke schon anhand des Drehens an der Höhenverstellung, die ist defekt. Die Höhenverstellung ist hier bei diesem Zielfernrohr defekt. Aber es ist, und das ist wichtig, es ist baugleich mit den militärisch ausgelieferten Zielfernrohren. Also dient dieses Zielfernrohr wiederum als Teileträger, falls ein Zielfernrohr mal kommt, das das Linsen kaputt hat. Oder in irgendwelchen Defekt hat man hier wiederum einen Teileträger. Sehr schön, sehr wichtig. Bin ich immer wieder froh drum, wenn solch ein Stück zu mir kommt. Nummer 1. Nummer 2.
Hier wiederum bin ich im Moment überfragt. Ich kann mir vorstellen, also es ist ein Telesign Nummer 240 MK1, könnte also zu den englischen Zielfernrohren gehören. Es ist in Kanada bei der Firma REL hergestellt. Es hat eine Nummer und ist auch hier vom Datum her von 1944. Also ich halte hier ein Zielfernrohr in der Hand, das ich im Moment nicht ganz einordnen kann. Es ist eigentlich ein Neuzustand. Hat auch die typischen Lederschutzkappen. Und auch hier wiederum vom Absehen, das habe ich so noch nicht gesehen, hier in diesem Absehen gibt es nur einen waagerechten Strich. Also solche Zielfernrohre, außer die Kappen auf einem solchen sind mir nicht bekannt, aber die wurden eingesetzt auch auf einer Flak oder an einer Flak oder auch bei den Panzern hat man die verwandt. Also hier muss ich mich auch wieder schlau machen. Wie gesagt, ich kann nicht alles wissen, habe auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Und hier mache ich mich schlau und werde nochmal nachschauen, für welches Gerät dieses Zielfernrohr war. Aber sehr interessant, wie gesagt, von 1944 und ist in einem Neuzustand. Nummer 2. Hier halte ich wiederum ein Original-Zielfernrohr, ein Stahlzielfernrohr aus dem Zweiten Weltkrieg in der Hand. Wie euch schon bekannt, hier nochmal typisch die 1 bis 10, also 100 bis 1000 Meter auf der Höhenverstellung. Ich habe hier eine Gewehrnummer draufstehen, eine vierstellige mit zwei Folgebuchstaben. Und der Hersteller von diesem Zielfernrohr ist die Firma EuG in Berlin. Und habe hier auch nochmal das klassische Absehen der militärischen Zielfernrohre des Ersten Weltkrieges. Ja, ich bin froh, wiederum ein originales Glas aus dem Ersten Weltkrieg. Top. Ein EuG Berlin. Last but not least, die Nummer 4. Hier habe ich ein Zielfernrohr mit, so wie es aussieht, einer Einhackmontage. Dieses Zielfernrohr ist natürlich auch ein Stahlzielfernrohr, Luxur 3-mal. Und zwar dieses Zielfernrohr ist auch von der Firma EuG Berlin und ist auch ein militärisches Zielfernrohr, obwohl wir jetzt hier die jagdlichen Obermontagen verbaut haben, aber ganz klar ein militärisches Zielfernrohr. Hier haben wir auf der Höhenverstellung, auf der Scheibe, die etwas kleiner ist, auch nochmal die 1 bis 10. Das Absehen wurde etwas verändert, aber wie gesagt, da gehe ich wieder drauf ein, auf einer der nächsten Videos. Da erkläre ich euch genau, was welche Zielfernrohr oder welche Absehen verwandt worden sind als militärische im Ersten Weltkrieg. Es ist wiederum hier auch nochmal ein Originalglas aus dem Ersten Weltkrieg. Aus dem Ersten Weltkrieg. Top. Und eins, wo ich mich wie gesagt nochmal schlau machen muss. Also hier nochmal an den Versender recht herzlichen Dank. Freue ich mich immer wieder, um Originalstücke aus der Zeit zu bekommen, bevor sie irgendwo landen oder irgendwo, ja, letztendlich kaputt gemacht oder im Schrott, wie auch immer. Das ist natürlich sehr schade. Deswegen, wie gesagt, freue ich mich und bemühe ich mich auch darum, immer wieder neue Zielfernrohre aus der Zeit zu bekommen. Ja, liebe Interessenten, liebe Sammler, jetzt sind wir wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, dieses Video war für euch informativ. Es hat mir sehr gut gefallen. Hat es euch gefallen? Hinterlasst mir bitte ein Like, abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Volker.